So, Mädel, Leute, wir sind etwas stinkig, etwas scheißen gelaunt. Und zwar, Lotfi, erzähl mal, wir wollten heute grillen. Ja, wir wollten heute grillen. Haben auch schon alles vorbereitet. Der Nick-Player hat auch schon Utensilien mitgebracht. Teller, Gabel, Messer, alles mögliche. Ich habe einen Grill mitgenommen. Und jetzt haben zwei Mädler kurzfristig abgesagt. Einmal der Wietzbold. Der Wietzbold. Dem wurde irgendwie 10 Minuten, bevor wir uns treffen wollten, von seiner Mutter gesagt, ja, ich komme doch nicht, ich muss zu meinem Opa gehen. Weil seine Mutter das so spät erst gesagt hat. Ja. Und der andere Mädler, der da sah, der Desario, der dachte jetzt einfach so ohne Grund, ihr kommt ja doch, ihr geht doch gar nicht. Und ja, das war irgendwie so ein Missverständnis. Jetzt kommt ja auch nicht. Aber ein unnötiges Missverständnis, ja. Warum denkt er, wir gehen nicht? Ja. Ich dachte, ihr kommt nicht. Ja, und wir müssen gucken, was wir jetzt so anstellen mit unserer Zeit. Wir futtern jetzt einen Kebab oder so. Ja. So, jetzt sind wir hier weiter am Vloggen und zwar sind wir beim Rüyan Gemüsekebab. Das ist nämlich der Eli-Döner und den wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Hier seht ihr schon ein bisschen von der Schlange. Die ist immer ein wenig länger als jetzt. Viel länger. Viel länger. Ja, also normalerweise, ich bin ja auch häufig lang gewongelt, ist die auch ein bisschen länger immer, aber nicht dreimal so lang, sondern zweimal so lang. Ist doch eigentlich scheißegal. So, wir haben uns jetzt hier hingesetzt und hier seht ihr wieder diese coole Döner-Animation. Jetzt, die habt ihr schon gesehen mit dem Flugzeug, die ist echt voll scheiße. Ist richtig langweilig, aber die anderen sind cool. Manchmal fliegt der Dönerspieß raus. Ja, ist so ein Tomesi-Dönerspieß. Der hat sogar einen Bart und Augen. Coole Mucke gerade. Ja, richtige Samba-Musik. Ja. Die Musik war auch cool. Ja. Man hat gar nichts mehr gehört. Ja, richtig cool. Also der Laden an sich sieht eigentlich scheiße aus, muss man sagen. Muss man wirklich sagen. Ein kurzes Zwischenfazit, der Laden an sich sieht scheiße aus. Es ist überall eigentlich vollgeklebt und vollgekritzelt. Und dreckig. Ja. Es ist halt so ein Kulturladen gefühlt, ey. Ja, das kräft sich hier halt. Aber das Essen ist dafür. So eine Tomate. Hoffentlich kann das Essen unsere Bilanz nochmal verbessern. Ah, das hat ja die Musik wieder lauter gemacht. Ach, egal. Sport. Ja, hier neben ist ein Auto. Headlaut. Ja, hier neben ist Autohandel GbR, Blücher. Mann, Digga. Ist scheißegal, wir brauchen das nicht mehr. Doch, wir müssen denen das zeigen, das ist wie bei McDonalds. Toll. Zeigen wir es denen jetzt natürlich. Ja, das macht mich aber ab. Oh, wir können jetzt auch noch so ein, so ein Lolli nehmen. Ja, hab ich auch schon. Wenn jemand kommt, dann. Das geben die einfach irgendwelchen Kindern, die dann aber keinen Bock drauf haben, mehr. Ja. So ein Schupperchups, Alter. Oder so ein Luis und Laura. Ja, da fällt er sich nichts mehr bei diesen Zahlen. Ja, das dauert auch ein bisschen. Ja, das dauert nicht lange, einen Döner zu machen. Das dauert wirklich nicht lange. Guck mal, für die 10 Döner, die jetzt. Das sind nicht mal 10, die sind irgendwie 5 vor uns. Für die braucht er maximal 10 Minuten leer. Ja, aber es ist nicht mehr zwei. Ah, der muss halt das, was halt lange dauert, das Brot warm machen würde. Ja. Das dauert nicht lange. Die Mathe steht, das ist schon die ganze Zeit da. Digga, der hat mir mal verbrannt, der Knecht. Ja, aber das steht doch die ganze Zeit schon, das Brot. Digga, das hier fuckt mich mies ab, jetzt hier. Ich mach's auf den Boden. Mach runter. Zack. Digga, da hätte ich gerade nämlich fast reingelangt mit meinem Finger, du. Also. Guck mal, es ist nur nicht mal 202. Das ist so noch ja, vielleicht zeigt das Display aber auch nicht alles an, was schon im System ist. So. Vielleicht ist es so scheiße programmiert, dass da einfach kein Platz mehr unten ist nach 6 Zeilen. Ja, das ist für eine Animation. Ja, aber dann muss irgendwann aktualisiert werden. Ja, aber es wird ja die ganze Zeit gemacht. Aber es kann ja sein, dass es schon
Hier muss mal eine komplette Grundreinigung stattfinden. Ja, wirklich so. Also ein bisschen ist ja geil irgendwie, aber so, ich glaub, das ist viel zu viel. Aber ich glaube, die haben das so extra selber gemacht. Glaub, ja, ein bisschen ist ja geil, aber das ist viel zu viel, Digga. Das ist so ein... It's a Benny's Video, das muss auch in den Vlog. Ja. Wir pushen Benny. Ja, ja, Benny, du kriegst jetzt einen Push von uns. Von Pusher, von deinem Cousin. Nein, er ist dein Halbbruder. Geh mal jetzt auf der aus 4-2. Hey, das wird direkt vorgeschlagen. Ja. Guck mal, jetzt kannst du aussehen. Mach mal den Ton an. Nee, mach ich nicht. Du weißt nie, was du willst. Oh, Schuhe. Schuhe? Eine Hose. Eine Hose, geil. Irgendein cooler Gürtel. Eine gute Hose. T-Shirt. Und eine Brille. Die Brille kriegt der Eis von Busch angesteckt. Guck mal, was ich kommentiert habe. Ich hab kommentiert. Ich will ein Bild mit der Reine Wingle. Das ist auch ein Video. Ein Bild mit der Reine Wingle, ja. Das Essen ist noch nicht da, aber die Pfanne Exotic ist geöffnet. Das ist... Achso, das müssen wir ja raussetzen. Ja, ist egal, ist egal. Ich glaube, ich hab schon... Bisschen mehr Schnittarbeit. Ich glaube, ich hab schon dreimal gesagt. Ich hab noch Benjamin... Du musst auch raus. Ja. Die ganze Szene wird sowieso jetzt rausgecuttet. Nein, ich sag ehrlich, so wird sie nicht. Doch, ich sag dir, du zeigst die Getränke und nur einmal wird geht mir nicht. Diese, ja, aber nee, so, ja, kann wirklich sein, kann. So wie wir gerade reden, das juckt sowieso niemand. Also wenn ich morgen schneide, dann habe ich schon vergessen, dass ich es komplett drin lassen wollte. Und dann kommt es einfach raus. Das nimmst du doch gerade auf. Nichts, ich nehme den Tisch auf und das Gespräch. Ja, aber du hörst es ja gerade. So, jetzt ist der Döner da. Bis jetzt finde ich ihn okay. Also so gut, aber nicht umwerfen. Ich finde den so 8 von 10 bis jetzt. Und Nigo? So. Muss noch ein bisschen gucken. Okay. Gerade ist er auch noch nicht so umwerfen. Beim Spuss ist zwar Käse gerade noch drin. Ja, ich wusste nicht, dass es immer... Ich dachte, man muss das extra sagen, ja, bitte kein Käse. Nee, andersrum. Ach, scheiß drauf. Ich wusste nicht, dass es immer dabei ist. Also, auf jeden Fall hat sich an den Rankings nicht so viel geändert. Bei mir und Lotfi, da war es halt so eine 7,5 von 10 bei beiden. Und ich glaube, bei ihm war es so eine 8 oder so. Nur bei Nico, der fand den richtig kacke eigentlich dafür. Der hatte eine 5,5 oder so gegeben am Ende. Ja, der feiert keinen Chicken Döner auf jeden Fall. Ja, was soll man dazu sagen? Also auch so eine 7,5 oder 8 von 10, das ist jetzt nicht die lange Wartezeit sozusagen wert. Also wir haben insgesamt, bis das Essen dann kam, bestimmt 20 Minuten bis zu einer halben Stunde dort gestanden und gesessen. Das ist halt übertrieben so dafür, was man kriegt. Gut, und dann würde ich sagen, bis morgen, ne? Bis halt ein neuer Teil vom Vlog aufgenommen wird. So, der Vlog geht ein wenig weiter. Wir sind bei mir zu Hause, das erste Mal. Und bei mir ist was angekommen, und zwar ein neues Ladegerät. Ja, und Gabel, weil ich halt ein zweites brauche. So, ich benutze seit 2 Jahren ungefähr das, was von meinem Handy direkt mitgeliefert wurde. Und das Gabel ist schon richtig dreckig, der. Also bodenlos, das ist auch schon am einen Ende so gebrochen. Die haben bestimmt viele. So, und dann... Ja, fangen wir das mal an. Boah, hier auszupacken, Digga. Das erste Unboxing auch hier. So, ich bin ein bisschen inspiriert, ja, von Alasson Review, muss ich ehrlich sagen. Also in letzter Zeit, bin ich ehrlich, gucke ich seine Vlogs sehr, sehr gerne. Oh, in schwarz. Das wusste ich nicht. Digga, wie kriege ich das denn jetzt hier raus? Alles mit links. Okay, warte. Ach, nee. Nee, doch, doch. Jetzt. So. Och, egal. So, habe jetzt 2 Hände benutzt. So sieht es aus. 2 Stecker. 24 Watt soll das Ding haben. Steht auf der Verpackung. Hier sollte man dann ablesen können. Ja, das sind 5 Volt, 4,8 Ampere. Also 24 Watt. Heute ablesen. Richtig mies, nice. Jetzt kommen noch die Kabel. Ja, ist nicht so spektakulär. Aber wollte ich halt einfach mal zeigen. Weil sonst wird der Vlog auch zu doof, der zu kurz. So, jetzt holen wir das mal hier mal raus. Die Verpackung
Okay, wie die gemacht ist, ist auch eigentlich egal, finde ich aber ganz okay gemacht. Und hier haben wir ein so ein Kabel, es geht von USB-A auf USB-C. Er passt also auf all meine Geräte, so die ich so normal aufladen muss. Genau, auch cool jetzt, also am Anfang finde ich, dass das Kabel auch gebraided ist, ja, jetzt in English Terms. Also das ist so ein bisschen so, als Umrandung halt diesen Stoff so ein bisschen hat, ja. Ja, das geht dann auf jeden Fall bei mir in die Benutzung, ja, ist jetzt nicht spektakulär. Ganz vorbei ist dieser Tag auch noch nicht, ich bin gerade am Schneiden vom Vlog, also von diesem Vlog gerade, ich schneide jetzt schon mal die Aufnahmen zusammen, die wir am Sonntag war es, glaube ich, gemacht haben. Ja, außerdem habe ich hier gerade eben beim Einkaufen so zwei Rentner getroffen. Die haben mir das hier gegeben mit den Worten, ja, Lebensfragen für Jugendliche, damit ihr nicht immer ins Handy guckt oder so, irgendwie sowas. Ja, geiler Flyer. Also, die Bibel sagt auf jeden Fall über Gott, dass deine Worte der Inbegriff der Wahrheit sind, aus Psalm 119, 160. Es soll wohl irgendeine Werbung sein. Also vielleicht habe ich euch damit ja weitergeholfen. Ja, sonderlich religiös bin ich jetzt nicht, aber genau, außerdem war heute Leg Day im Gym. Mehr habe ich noch wirklich nicht zu erzählen. So, Metal-Leute, herzlich willkommen zur Erweiterung des Vlogs. Wir sind gerade im Physikunterricht und versuchen, dieses Auto dort in diese Federtasche landen zu lassen. Der Zary rät das gerade auf. Nein, Mann! Ich glaube, mehr geht gar nicht, gefühlt eher. Doch, geht schon. Wir schaffen alles, wir sind Metal-Leute. Wir sind ja auch schon. Och, Digga. Digga, das war crazy. Ja, wir können nichts anderes außer Scheiße machen, ne? Ja, wir sind ja auch schon. Nein, Digga, knapp. Gangster. Du musst die zwei Jungs hier noch grüßen. Ja, hier sitzen der Leron und der Morteser. Oh, knapp gewesen, knapp. Oh, eine knappe Kiste, Knappe Kiste. Nein, Digga! Mann, so ein Scheiße! Die Rampe ist schief, Digga. Die Rampe wird immer schlechter, weil wir müssen so machen. So. Das zählt. Ja, das sieht so scheiße aus, als die Dinge knallen. Ja, sieht's auch. Mann! Nochmal. Fischer zeigt, Digga. Schaff nicht. Ansage nee! Passt, Digga, ist gut. Leer mal die Federtasche, dann geht die auch leichter rein. Nein, wir lernen jetzt nicht die Federtasche. Leer die Federtasche. Oh, okay, das muss man Kleber aufhauen. Junge, das wäre. Aber das kriegen wir easy hin, Digga. Maximal zwei Versuche. Genau. Wir haben noch einen. Es ist nicht so leicht. Der Aufschlag schafft alles. Ey, Mortensa, weil die Kunde. Die muss so sein, Digga, damit die. Du bist ein Hater, Digga. Was manipuliert? Halt die Schnauze, Mann. Hast du auch, okay? Wah, ich hab manipuliert, ne? Ja, jetzt. Ja! Ja! Geil! Ja, wir sehen uns heute nochmal wieder, denke ich. Das ist Fendi. Der sieht aus wie so ein UFO oder so. Digga, richtig mies nice. Der Physikunterricht heute. Das habe ich doch schon. Kann man ja nicht reinfüllen. Also wir müssen so, wir müssen da, ja, mach. Wir müssen den Fokus richtig setzen. Das ist das geile Aufnahme für den Vlog. Mies, Mann. Ist unscharf, Digga, schau mal. Aber geil eigentlich. Oh, fahr zurück. Ja, aber rückwärts. Auf rückwärts bist du schnell, komm. Jetzt ist es einmal 200. Aber nur ganz kurz. Nein. Digga, chill. Ja, also Leute, wie ihr seht, haben wir Spaß. So, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu diesem letzten Teil vom Vlog. Und zwar kümmern wir uns jetzt
um das Schuhwerk. Ja, es werden neue Schuhe gekauft und zwar in Schwarz, ja. Weil, naja, ich brauche halt dunkle Schuhe, ein dunkles Paar Schuhe, wenn man das mit dunklen Klamotten so ein bisschen kombinieren kann, mäßig. Ja, und sowieso dachte ich, mal Zeit, ich habe das auch schon lange Zeit vor, bin mit dem Drahtesel hierher gefahren. Ja, es wird jetzt in den Nike-Laden gehen. Und zwar muss ich zugeben, ich war mir schon gerade eben Schuhe angucken. Für 20 Minuten, also für mehr. Für länger als 20 Minuten. Mindestens seit 45 Minuten bin ich schon hier in Steglitz. Guck rum. Ich habe sowas gefunden und wir gehen jetzt in den Laden. Und ich zeig euch, Digga, warum ist das so laut? Ich zeig euch, was ich dann geholt habe. Was mich auf jeden Fall aufregt, ja, der Foodlocker, der hat von 10 bis 18 Uhr offen. 10 bis 18 Uhr, das ist eine dumme Öffnungszeit, ja. Warum nicht von 11 bis 19 Uhr? Dann arbeiten die Mitarbeiter trotzdem 8 Stunden, aber man hat dann halt so ein bisschen eine bessere Zeit, so, weil keiner geht um 10 Uhr Schuhe kaufen. Vielleicht am Wochenende. Am Wochenende macht Sinn. Unter der Woche überhaupt nicht, ja. So, jetzt sind wir bei mir zu Hause angekommen und ich bin der Meinung, ich zeige euch mal die Sneaker. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, ne? Aber die haben so 85 Euro gekostet jetzt. Also direkt im Nike Store. Ich finde die geil. Ja, hätte ich euch jetzt im Tageslicht zeigen müssen. Na, okay. Aber ich finde die eigentlich geil. So, von der Seite nochmal sehen. Oh, hier der andere Schuh. Und ne, wisst ihr, was die machen wollten? Die wollten mir nämlich teurere Schuhe verkaufen, so, weil man muss ehrlich sagen, Digga, das ist das günstigste Modell, was die hatten ungefähr. Wirklich so. Aber die wollten also sagen, ja, es sind ja eigentlich Trainingsschuhe, so, ne? Weißt du, keine Lifestyle-Straßenschuhe so mäßig. Und dort wollten die dann halt ihre Upsell-Strategie durchziehen, so, ne? Aber jetzt liegt es direkt gegen die Mitarbeiter, weil die waren ja eigentlich ganz nett so. Ja, die müssen das halt machen, so mäßig. Aber das sind die neuen Sneaker. Die aus der Klasse haben die schon gesehen, auch in Broad Daylight, in Tageslicht. Ja, und dann würde ich mich von euch schon wieder verabschieden hier aus dem Vlog. Kleine Compilation so aus den letzten Tagen. Ich sag Metal off. Tschüss. Ah, Digga, ich finde die geil. Tamino hat sie ähnliche. Metal off.